Aber trotzdem, ich bereue es trotzdem nicht, dass wir uns für Argonia entschieden haben. Ich habe noch nie Argonia gemacht. Ich weiß jetzt auch warum, aber naja. Gut. So viel dazu. Wo müssen wir lang? Cool, ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Laort, vielleicht? Wo ist Laort überhaupt? Irgendwo hier oben oder was? Keine Ahnung. Traveln wir mal Richtung Laort. Denn wir müssen ja, wie gesagt, zurück. Richtung Kuh, Richtung Kuh, Richtung Vivek. Leider. Diesmal. Das wird und wird nicht besser heute. So, kannst du uns vielleicht fahren Richtung Vivek? Ja. Aber ich schau mal kurz, ob hier eventuell noch ein Schlickschreiter irgendwo rumsteht. Ein Stillstrider. Aber wie sieht es eigentlich aus mit 41? Naja, 41 ist noch okay. Persönlich, oder Charisma noch aus 32, das kann man auf jeden Fall noch verbessern, wie ich finde. Anscheinend ist hier kein Stillstrider, sondern wirklich nur ein Boot. Und die haben auch anscheinend auch keinen Händler hier. Der sieht nach einem Quest aus, oder? Aber egal. Moment, was da? Geheilt werden. Kauft Heilträger von Heiland, Trankmischern, Alchemisten oder Händlern. Beschwörer bieten Schriftrollen zum Verkauf an. Am besten ist natürlich, Zauber auswendig zu lernen und euch selbst zu heilen. Auf diese Weise verfügt ihr über eine unerschöpfliche Quelle. Billige Quelle der Heilung, die ihr stets bei euch tragen könnt. Ja, das ist mir schon klar. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich hätte ja gerne irgendwie so ein, wie dünn ist die Kollegin eigentlich? Holy Spit, das ist ja... Die wird ja vom Winde verweht, sprichwörtlich. Eher so ein Quest, mit dem man quasi Leben entziehen kann, wenn man angreift. Weil so ein Lifestyle quasi. Das wäre ziemlich cool, finde ich. Okay, Moment, können wir mit dem eigentlich schon hier in Vivek rumkutschieren? Hm. Ach, da ist er. Ich dachte gerade schon. Können wir nicht. Okay. Alles klar. Item. Das heißt, wir müssen quasi gleich zum Gondelier und dann kümmern wir uns in der nächsten Session allerdings um Mera Milo. Wobei, ich glaube, die war irgendwo im Tempel. Das heißt, da können wir uns auf jeden Fall auch hinbegeben. Das ist ja eigentlich kein Act. Kollege Devas Irano. Ja, erstmal Richtung Lalu, vielleicht. Und dann Richtung Tempel. Denn ich glaube, da war sie zumindest das letzte Mal. Könnte sein, dass ich mich täusche, wie so oft, vor allem in Vivek, aber... Wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, aber naja. Gut. Das nächste Mal, in der nächsten Session, kümmern wir uns dann um Mera... Milo? Meras? Milo? Mera? Milo? Irgendwie so. Feinschlauch. Denn? Okay, Nibani Maesa, also doch komplett falsch. Moment, ich gehe in die Halle der Weisheit noch. Wenn sie da das nächste Mal nicht ist, dann setzt's was. Ich weiß zumindest, dass das irgendwo in den Quartieren müsste ja sie dann, glaube ich, sein. Gerechtigkeit. Ich meine, ich war irgendwo schon mal in der Halle der Weisheit oder so und dann war da aber komischerweise nichts. Ein Moment, der Kollege hat Zauber. Vielleicht können wir uns von dem irgendwas noch holen. Und ja, ich weiß, ich hab Magieren und Markieren und das andere noch, aber nochmal nebenbei. Hast du irgendwie was Healing? Ja. Nehme ich an mich. Das auch. Zumindest dafür sind die Kollegen hier gut, diese Heiler. Oder generell Mitglieder von der Magiergilde eben. Die haben eben immer relativ viele und auch nützliche Tränke. Ich schau mal, ob wir eventuell noch irgendwas haben, was hier das alles wieder herstellen. Kuss der Mutter. Wächst fest. Nee, ich wollte nochmal schauen, wie gesagt, ob er eventuell Zauber hat, die uns was bringen könnten, aber das sieht zumindest nicht so aus, zumindest nicht momentan. Kuss der Mutter ist aber auch ein geiler Name für ein Spell. Vivek. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Das ist einfach Vivek. Ah, das ist das zweite Mal, glaube ich schon, dass ich in Vivek durchgefallen... in Vivek durchgefallen bin. Hm? Ah, ja. Das ist auch das, was Vivek in mir auslöst. Durchfall.
Zing. Ja, ja, Vivek sackt. Like a vacuum cleaner. Ich hoffe, wir kommen wieder auf die Gondel da. Auf die Gondel-Gaukelei. Oder einfach auf die Steps hier. Ansonsten werde ich ein bisschen ungemütlich, aber das scheint zu klappen, ja. Und zumindest einmal das hier, was wir uns noch amüsieren können. Das sieht so blöd aus. Ah, ja, ja, die 7-Meilen-Stiefel, ne? Und ich merke erst, wenn ich sie schon habe, dass ich das Tierrassen keine Stiefel mehr tragen kann. Obwohl ich es vorhin nochmal gehört habe. Aber ich höre ja nie drauf. Auf die Leute. Lieb. Ah, ja, ja. Typisch, wie gesagt. Okay. Halle der Weisheit müsste aber hier sein. Also es kommt wieder ein Glitch. Diesmal nicht. Dankeschön dafür. Halle der Weisheit. Das heißt, hier machen wir das nächste Mal weiter. Mera, Milo. Wieder falsch, ne? wie heißt sie? Mera, was sag ich mit Mera, Milo die ganze Zeit? Nibani Maesa müssen wir finden. Das nächste Mal. Ob wir das eventuell schaffen, denn wir wissen ja, ne? Sie hat ja noch gesagt, das nächste Mal bin ich vielleicht nicht hier oder ich werde verfolgt oder irgendwie sowas. I always feel like somebody's watching me and I have no privacy. Oh, copyright for the win. Ja, das nächste Mal, wie gesagt, geht es damit weiter. Nibani Maesa. Gilt es zu finden in Vivek, in der Halle der Weisheit, also sprich im Blödsinnsviertel oder in der Blödsinnsstadt. Mal schauen, wie es abläuft. Und ja, dann hoffe ich, die Session heute hat euch gefallen, auch wenn wir am Anfang, wie so häufig eigentlich, aber das hat er, glaube ich, schon gewohnt, wieder... Kamera, geil. Wenn es am Anfang wieder typisch Giant war, also im Sinne von, ich finde wieder nicht, wo ich hin muss, aber naja, hat sie dann doch relativ gut bewährt. Wir haben die 7-Meilen-Stiefel auch noch bekommen, die uns absolut gar nichts bringen, aber zumindest wissen wir jetzt, dass Tierrassen keine Stiefel tragen. Also das werde ich auf jeden Fall dadurch nicht mehr vergessen. Das heißt, ganz umsonst war es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, die Session hat euch gefallen und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Session wieder, wenn es wieder heißt, Yellow Skulls 3 Morrowind mit dem I Only Love All Asian Ladies Love Giant. Apropos den Namen, den ich gerade gesagt habe, der! I Only Love All Asian Ladies Love Giant has spoken. Yeah.